Ich habe Bock auf Dementium, was bestimmt anders ausgesprochen wird. Um 23:30 nachts. Ich habe sowas von Bock drauf. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggdatum zu einem neuen Part Dementium mit dem Zwergfürst. Ja, mal wieder eine Anmoderation. Ich werde das nicht regelmäßig machen, eine Anmoderation. Na dann, weiter geht's durch diese Tür. Moin, guten Abend. Lange nicht mehr gesehen. Das ist immer derselbe. In Wirklichkeit ist das immer derselbe. Uns nichts vor. Das ist Werner. Der wacht immer auf. Der erwacht immer wieder zum Leben. Oha, eine riesige Tür. Wieder lieber meine Waffe hier. Ach du Scheiße, wer seid denn ihr? Was seid denn ihr für Viecher? Ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande. Okay, meine Gesundheit ist rötlich. Mein Gesundheitsbalken ist sehr niedrig. Okay, ja gut, da geht's unter Umständen sehr steil bergab. Sollte ich vielleicht nicht machen, wenn mir mein Leben lieb ist. Wäre aber auch eine Lösung. Also da müsste ich hier mir den ganzen Horror-Scheiß hier nicht mehr antun. Könnte ich einfach hier springen und dann wäre das erledigt. So könnte man es auch machen. Wäre auch eine Lösung für die Probleme. Was waren denn das eigentlich für... Ah, Heilung, das ist gut. Was waren das für... Krallenviecher, für... Quallenviecher natürlich. Vor allem. Und die schreien so fürchterlich. Was machen die für Geräusche? Und wie greifen die an? Alles klar. Was haben die für OP-Attacken? Was bitte ist mit denen los? Die greifen an, die hauen einmal drauf und... Mein Ding ist im roten Bereich. Boah. Natürlich kommt Werner hier mal wieder vorbei. Der will nur schauen, wie es mir geht. Der sorgt sich um mich. Das ist so lieb von ihm. Dass er sich um mich sorgt. Heilung. Schön, schön. Kann ich gebrauchen. Munition. Monster aus welcher Richtung? Oh, aus dieser Richtung. Ich verschwinde. Einer ist hinter mir wahrscheinlich. Kapitel 4. Okay, langsam wird's richtig creepy. Creepy, creepy, creepy. Ich brauche Heilung. Okay, Munition. Ich würde gern Heilung haben. Ich will da nicht nochmal durch. Und einen Checkpoint hätte ich gern. Ich will da nicht nochmal durch müssen. Durch dieses scheiß Monster. Die Kleine hat hier irgendwas gesungen. Dieses kleine blonde Mädchen, was wir gesehen haben. Jetzt passiert irgendwas. Bitte kein Jumpscare. Och nö. Danke für dieses Bild. Ich werde heute Nacht gut schlafen.
Mensch. Das hat sie jetzt eingebrannt. Toll. Och nein, Mensch. Das sind die schlimmsten Jumpscares hier von rechts und links. Och Mensch. Werner, Mann. Du musst mich doch nicht immer so erschrecken. Ich finde das ja schön, dass du dich um mich sorgst, aber... Muss das so plötzlich sein? Man kann ja auch freundlich anklopfen und mal guten Tag sagen, mal so ankommen und mal sagen, wie geht's? Muss nicht gleich um die Ecke springen. Ich würde es dir danken, Werner. So, wo sind wir denn hier? Heilmittel brauche ich nicht, bin voll geheilt. Ach nee, Kakerlaken. Okay. Das ist Werners Bruder. Der liegt dort tot auf dem Tisch. Aha. Der hat es nicht so überlebt. Speicherpunkt. Cool. Da hätten wir das. Ersten Satz habe ich glaube ich kapiert, aber ich glaube der zweite und der dritte. Na toll, ein Code, eine Kombination, um die Waffe zu bekommen. Ja, schön. Überwachungsmonitore. Ja, die Code habe ich erstmal nicht. Müssen wir ohne auskommen. Müssen wir ohne Gewehr auskommen. Och Mann, Werner. Moin. Ja, ist ja gut. Mir geht's noch gut. Jetzt nicht mehr. Werner, da bist du. Auf dich habe ich gelauert. Na komm. Geh wieder schlafen. So. Ich wollte gerade sagen, da ist doch hoffentlich ein bisschen Heilmittel drin. Zwar nur ein bisschen, nicht so viel, um mich wieder in den grünen Bereich zu bringen, aber zumindest in den gelben. Ah, genug für den grünen Bereich. Höre ich doch schon den Werner hinter der Ecke. Hinter dieser oder hinter dieser? Jo, hinter dieser. Mensch, Werner, nicht von hinten anschleichen hier. Ins Lockt. Schön, schön, dass wir das geklärt hätten. So, Werner ist wieder schlafen gegangen. Ich komme alleine zurecht, Werner. So. Kann ich vielleicht dort hindurch? Das wäre eine Möglichkeit. Okay, da können wir hindurch. Ach, Werner, da ist er wieder. Du willst mich umarmen. Ja, ich hab dich auch lieb, Werner. Aber so stürmisch umarmen muss doch nicht sein, oder? So, die Toilette. Ah. Da weiß ich, was er vorhatte hier. War der mal ein großes Geschäft machen und dann war der sein Geschäft machen und hat mich vermisst. So, meine Tabletten. Schön einnehmen, die Tabletten. Bringen Heilung. Okay, das klingt nicht nach Werner. Wie ist das? Das ist aber wer anders. Ist was anderes. Und Werner, bist du hier irgendwo? Nee, das sind nur die Kiddies hier. Okay, okay.
Was läuft? Die blutverschmierte Tür. Oh, Manfred! Und du auch hier. Machst du Futter? Oh, er ist ein Zwischenboss. Manfred will nicht beim Essen gestört werden. Wo ist er hin? Manfred! Meine Fresse, Manfred. Kannst doch hier einfach... Kannst doch kochen ohne... Ich will dich nicht stören. Lass mich einfach nur durch. Lass dich in Frieden weiterkochen. Manfred, Mann, du musst mir nicht... Du musst mir nicht einfach dein Messer in den Rücken stecken. Das ist... Ich lass dich auch in Frieden. Du sollst mich einfach nur durchlassen. So aggressiv, dieser Manfred. Sofort. Sofort gemeingefährlich, wenn man ihn beim Essen zubereiten stört. Versuche ich meinen Text zu verstehen. Ich suche, dass sie die Wahrheit... Doch die Wahrheit lügt. Die Jugend irgendwas und... Zähle die Augen. Seltsam. Ich speichere hier mal zwischen. Ich habe jetzt mal im Internet mal so eine Hilfeseite gefunden. So ein Cheats- und Tipps-Seite für das Spiel hier. Ich mache das ja mal, weil die Rätsel sind ein bisschen zu blöd für mich. Also ich bin zu blöd für die Rätsel. Lass mich da ein bisschen unterstützen. Dreistelliger Code hier. Rätsel. Der Code lautet 012. Weil, wenn ihr im Raum vorher die Toten im Leichenhaus gezählt habt, nehmt die Summe mal 2. Ach du Scheiße, da muss ich ja rechnen. Also 6 Tote ergibt 12 Augen. Und die 0 vorne dran ergibt den Code für die Schrotflinte. Okay, ja gut, muss man erstmal den Text hier entziffern können, muss man natürlich Englisch können. Bestimmt gibt es dann eine deutsche Version von. Ich hab's einfach nicht gesehen. Die Toten hier zählen. Wir müssen irgendwo 6 Tote rumliegen. Okay. Leer. Hier ist einer. 1. Na toll, dann auch noch die Karlaken. Das ist Nummer 2. Das ist Manfred, das ist Werners Bruder. Das ist 3, 4, 5. Nummer 6 muss hier noch irgendwo rumhängen. Easy hier 5. Achso, 6 war hier auf der anderen Seite. 6 Leichen. 6 mal 2 ist 12. Okay, soweit kann ich noch rechnen. So, wo ging es dann wieder zurück? Und dann hier dann den Code eingeben. Hat geklappt. Shotgun. Nices Rätsel. Nehme ich. 8 Schuss. Okay, die sparen wir uns für Manfred auf. Dann mal hier abspeichern. Bestimmt etwas mehr. Unsere klägliche Pistole. Irgendwo Heilmittel. Könnte ich gerade gut gebrauchen. Vor allem, weil gleich Manfred hier droht. So, hier schön heilen. So. Das Gewehr rausgeholt. Jetzt wird Manfred hier. Lässt du mich mal bitte durch. Sonst wird Manfred hier mal dran glauben müssen. Ich würde dich ja dein Essen machen lassen. Okay, das bringt deutlich mehr. Mensch, Manfred. Trotzdem müssen wir aufpassen hier. Was, er kann auch schießen.
Mist. Das sieht nicht gut aus. Balken ist rot. Sieht aber schon besser aus. Deutlich besser als vorher. So. So, den Manfred gibt's dann, geht's dann im nächsten Mal nochmal an Kragen. Die Waffe haben wir uns gesichert. Und wir haben uns vor zu Manfred getraut. Und dann bis zum nächsten Part.